Ja, hallo und herzlich willkommen zu der ersten Staffel von XyCraft. Und zwar in 1.18. Ja, wir fangen hier ganz neu an, eine neue Welt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und laufen los in die neue Welt. Ja, ich habe schon einen Baum gehackt und mir ein Boot gebaut. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und ich habe hier oben tatsächlich, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, direkt eine Village gefunden oder gesehen, sagen wir mal so. Boah, wie geil die Berge einfach aussehen. Oh, ich bin so hyped für 1.18. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt auf das, was ich hier geplant habe, weil das wird einfach unglaublich geil. Was könnt ihr so erwarten von dieser ersten Staffel? Ich habe mir selbst schon die Ansprüche sehr hoch gesetzt. Ich hoffe, ich kann die auch umsetzen. Tatsächlich eine Village. Unglaublich. Also wir haben direkt eine Village, wir haben direkt Pferde, wir haben direkt Farmer. Geil, also das ist genau richtig, was wir hier... Ich bediene mich hier mal, also ich hoffe, stört euch nicht. Große Ansprüche habe ich an mich selbst gesetzt. Ich hoffe, das passt alles soweit und ich kann es umsetzen. Ja, hier und da gibt es natürlich immer Verbesserungsvorschläge. Ich hoffe, ihr werdet euch da auch ganz regelmäßig melden und sagen... Ja, hier, das geht besser, das wollen wir so, das wollen wir so. Und dann gucke ich auch, dass ich das umsetzen kann. Ich habe eine etwas längere Liste von Vanilla-Tweaks installiert, also ein paar Resource-Packs. Das sind, ja, hauptsächlich, würde ich sagen, so Quality-of-Life-Changes. Also jetzt nicht großartig game-veränderndes Zeug. Zum Beispiel so eine Sache wie der End-Dragon droppt. Ein Elytra, oder wie auch immer ihr das aussprechen wollt, ja, er droppt das dann, damit man dann danach im End recht gut zurechtkommt und recht gut, unterwegs sein kann, ohne sich da großartig durch das endlose Nichts zu bauen, bis man mal eine Endfestung findet. Ja, Timbermod ist natürlich immer sehr convenient, weil du halt schnell Holz abbauen kannst und so. Aber zum Beispiel, was ich richtig feiere, bei einem der Vanilla-Tweaks, die Änderung, dass wenn ich zum Beispiel jetzt, stellen wir uns vor, dieses Kelp hier ist ein Stack Concrete Powder, okay? Da muss man ja immer jeden einzelnen Block placen im Wasser und dann abbauen, damit man dann, ja, Concrete hat. Jetzt mit dem Vanilla-Tweaks ist es so, dass du einfach den Stack nimmst und du schmeißt ihn ins Wasser und dann ist er hart. Dann hebst du halt einen fertigen Stack auf. Du musst nicht jeden Block placen und abbauen. Genau. Also, jetzt nehmen wir uns hier mal einfach alles mit, was wir hier so finden von dem Dorf, weil ich habe nicht vor, hier zu bleiben. Deswegen bin ich hier mal einfach assi. Schauen wir mal, wo es uns so hintreibt. Boah, ich kann nur immer wieder sagen, wie unglaublich schön die 1.18er Welten jetzt aussehen. Da ist noch ein kleiner Vanilla-Tweak, by the way. Runde Sonne anstatt viereckige. Es wird Zeit, unseren ersten Baum abzuholzen und dann werdet ihr so gleich sehen, den Timber-Mod oder nicht den Mod. Es ist auch ein Resource-Pack, glaube ich. Ich hau das hier unten weg und der ganze Baum verschwindet. Tatsächlich wollte ich da den Leaf, dass die Blätter nicht sofort wegfallen, wollte ich noch gucken, dass ich das ändere. Aber das machen wir dann in der nächsten Recording-Session. Aber ja, ihr seht, die Axt, die verliert aber auch... Das ist nicht so, dass ich einen Block abbaue und die Axt verliert nur einen Block an Durability, sondern sie verliert genau den Wert, den sie verlieren würde, wenn ich den einfach manuell komplett abbauen würde. Ja gut, also das mit den Blättern muss ich noch gucken, dass ich das ändere. Aber ja, wir haben unser erstes Holz. Wunderbar. Irgendwie, jedes Mal, wenn man eine neue Welt anfängt in Minecraft, hat das irgendwie sowas Besonderes. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber irgendwie ist es so dieses Unbekannte. So, wo geht die Reise hin? Was machen wir? Was werden wir bauen? Wo werden wir überhaupt bauen? Das ist immer so am Anfang, super interessant und spannend, finde ich. Ah ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ich, ich würde behaupten, ich bin ein... relativ großer Noob, was Minecraft angeht, so momentan. Ich würde sagen, seit so 2-3 Jahren war ich nicht mehr wirklich aktiv in diesem Spiel unterwegs und kenne somit auch nicht die ganzen neuen Sachen. Hölle, was gibt's da alles Neues und ja,
um es kurz zu fassen, ich bin einfach ein Noob und ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren euch meldet und mir sagt, was ist neu, was könnte ich machen, was gibt es für potenzielle Ziele, so zum Beispiel neue Sachen. So, was sind unsere Pläne? So, also ich habe mir schon recht viele Gedanken gemacht für diese Season. Ich würde gern ein Königreich aufbauen. Am besten irgendwie auf einem Berg mit Anschluss ans Wasser. Unser Volk, unser Untertan werden Villagers, die natürlich auch praktisch sind. Nicht nur zum Schönstehen, sondern... Boah, wie geil einfach diese Word Generation aussieht. Okay, ja, Villagers, die praktisch sind, sodass man halt die ganzen Villagers zum Traden hat. Sozusagen jeder Villager wird seine eigene kleine Hütte bekommen im Königreich. Ah, da sind wir angekommen vorhin. Aber ich würde halt sozusagen eine größere Burg bauen für uns, ne? Da ist unser Zeug, da sind unsere automatisierten Farmen sind da drin und whatever. Ja, das sind die großen Pläne und Träume, die man so verfolgt am Anfang einer Map, einer neuen Reise. Und ja, im Königreich sind dann unser Untertan. Die haben uns natürlich gewählt als ihren König, als ihren zukünftigen, nur sie wissen es noch nicht. Und die werden auch alle ihre kleinen eigenen Häusle haben und da werden wir dann so ein kleines Dörfchen bauen. So ein kleines Königreich mit einer Mauer. Ich stelle mir das echt super nice vor. Ich bin echt gespannt, wie wir das umsetzen. Aber als allererstes müssen wir natürlich erstmal einen Ort finden zum Bauen. Und als allererstes brauchen wir ein Starterhaus. Ja, wie nice diese neuen Höhlen einfach aufgebaut sind. Ich will eigentlich den Ort suchen, an dem wir endlich anfangen zu bauen. Ich bin jetzt hier schon ein bisschen unterwegs. Ja, diese Höhle sah einfach zu verlockend aus. Vor allem mit der Kohle und mit dem Rohkupfer. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich das richtig verstanden habe, dass ich die... Wie baue ich denn das eigentlich so? Ne? Da muss ich noch gucken, wie ich die Kupferblöcke baue. Aber wie gesagt, mit all diesen neuen Änderungen, die letzten, ich würde jetzt mal sagen, 2 Jahre, 3 Jahre, da bin ich noch ein bisschen hinterher. Würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützt. Schaut euch einfach mal diesen View an. Also hier könnte ich mir schon langsam weil vor allem wir haben hier auch das Meer. Wir sind gar nicht mal so weit weg. Da sind wir ursprünglich gespawnt, ja. Und ich habe jetzt hier so eine große Runde gemacht und bin jetzt hier gelandet. Und ich... Tatsächlich, hier sieht es schon ziemlich gut aus. Jetzt gehen wir da einfach mal rüber und schauen uns das Ganze an. Gibt es hier irgendwas oder nicht? Nemesis der Gliederfüßer. Da sagen wir doch nicht nein dazu. Ein bisschen Eisen. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, das Dorf ist tatsächlich in einer perfekten Position so für uns. Weil wenn ich hier rein theoretisch baue irgendwo in der Nähe, sagen wir mal, dann habe ich nicht den größten Struggle, mir Villagers zu holen. Wie kann das sein? Ich spiele hier seit vielleicht 40, 50 Minuten. Einfach schon das zweite Dorf. Früher waren die so selten. Früher hat man einfach nie ein Dorf gefunden, wenn man eins gesucht hat oder eins gebraucht hat. Ja gut, euch beklaue ich jetzt mal nicht, weil ihr seid dann eventuell, wenn ich schon da so darüber schaue. Boah ja, wir bauen hier safe. Guck mal an, wie geil das hier ist. Oh mein Gott, was ist das denn? Holy moly. Alter. Schau dich das mal an. Boah, heftig. Solche Sachen gab es vor 1.18 nur handgemacht. Also ich finde das richtig krass. Boah, hier kann man so einfach drauf gehen. Ich sollte gehen. Wir kommen wieder. Höhle, ich komme wieder. Vergiss mich nicht. Irgendwann werde ich dich erobern. Okay, ich muss aufhören zu schwärmen. Ich muss mehr spielen, anstatt zu... Jetzt aber mal ganz ehrlich. Das ist doch einfach cool, oder? Also das ist doch einfach nur... Ich wollte nur gucken, ob hier irgendwas ist. So, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite des Berges angekommen, wie ihr sehen könnt. Tatsächlich habe ich dort unten in dem Fluss... Vielleicht 2 Blöcke unter der Wasseroberfläche Lapis Lazuli gefunden, aber ich konnte es nicht abbauen, weil ich noch keine Eisentools habe. Ich muss mir noch irgendwie einen Zoom holen oder so, weil ich spiele nicht mit Optifine, ich spiele mit Sodium und Iris oder so.
Ja, Optifine und der Replay-Mod, die sind, ja, die zicken immer rum, wenn du sie zusammen benutzt und dann stürzt dein Game ab. Aber so könnte ich rein theoretisch, habe ich ja die FPS, die sind in Ordnung. Ich könnte sogar noch Shaders benutzen und whatsoever. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Vielleicht benutzen wir Shaders irgendwann mal für coole Aufnahmen von unserem gebauten Zeug. Was aber wirklich interessant ist, ist, ich habe irgendwie Latency-Probleme, obwohl ich in der Singleplayer-Map bin. Ich raff nicht, wieso oder wie das überhaupt funktioniert. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dort lang ist das Dorf. Und so wie das hier aussieht, hier ist echt viel Platz. Jetzt schauen wir mal, hört das irgendwann auf? Kommt dann nochmal eine Schlucht oder ist, was gibt's hier hinten noch? Also da ist, hier drüben ist Wasser. Ja, genau, da geht's runter. So, wie weit geht es jetzt in die Richtung? Sehr viele Bienen. Die Mechanik mit den Bienen müsstet ihr mir eigentlich auch erklären, weil ich habe keine Ahnung, was ich mit denen mache, um Honig zu bekommen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man die ja, züchtet und whatsoever. So, hier sieht es wieder aus nach einer Schlucht. Ja. Boah, ist das nice hier. Also ich denke mal, dieser übertrieben volle Wald hier auf diesem Berg wird unser Zuhause werden. Ja, wir auf jeden Fall. Wir bauen hier. Hier ist unsere Home. Und ich habe mir schon was ganz Nices überlegt eigentlich für unser Starterhaus. Nichtsdestotrotz wird es ätzend zu bauen, glaube ich. Aber wir ziehen es durch. Ihr wisst alle ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Man stellt eine Workbench hin, eine Kiste. War mal eine richtig gute Ausbeute, würde ich mal frech behaupten. Kupfer haben wir auch schon richtig viel. Keine Ahnung, ob das viel ist oder nicht, aber ein wenig Kupfer haben wir. Workbench, Kiste, Ofen. Zack. Und das ist unsere Base. Herzlich willkommen. Nee, Schmarrn. Also, was habe ich mir überlegt? Weil wir ja hier immer in so Schluchten und so, also wirklich so wie dort drüben, so steile Abhänge. Da ist schon wieder ein Dorf. Junge, was ist denn los auf der... Was ist denn los mit der Map? Boah. Ja, wir bauen auf jeden Fall hier. Ich würde mal sagen, hier kann man ein Königreich bauen. Ich sehe hier auch so einen Hafen. Dort vielleicht irgendwie durchbrechen zum Meer. Hier so durch. Keine Ahnung. Irgendwie so ein... Boah, ich verliere mich schon wieder in meinen ganzen Ideen. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, so ein hängendes, an der Wandmauer hängendes, ja, Gebäude, Enderman. Der Enderman nimmt hier einfach mein Gras mit. Das kann man auch falsch verstehen. ja, family friendly und so. Genau, also ein hängendes Haus. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das bauen will. Oder so ein Klippenhaus irgendwie. Als allererstes, ja, ein paar Materialien sammeln und sich Gedanken machen, wie man dieses Gebäude am besten baut. Sehen könnt, habe ich ein wenig abgeholzt. Ich habe auch direkt wieder neue hingesetzt. Tatsächlich habe ich einen Haufen Saplings. Ich wusste gar nicht, dass Bäume so viele Saplings droppen, aber ja, hier und da fliegen noch ein paar Dinger, aber die sollten dann despawnen. Ich denke mal, das sollte ungefähr reichen für das Haus. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir wahrscheinlich auch. Hallo. Brauchen wir wahrscheinlich auch etwas Stein. Das wollte ich jetzt nicht, aber. Ah, etwas Stein. Danke. Hier ist eine kleine Höhle. Ist gar nicht mal so schlecht. Eigentlich ist diese Höhle perfekt für unser Haus. Das hier müsste schon reichen, dass hier drin nichts mehr spawnt. So, als nächstes brauchen wir Stein und da mache ich mich jetzt auch gleich ran. Thank you.
Ja, willkommen in unserer kleinen, bescheidenen Hütte, die auf gar keinen Fall fertig ist. Es ist nicht das schönste Haus. Ich muss auf jeden Fall da unten noch diese ganzen Stützpfeiler und so bauen, sonst wäre das Ganze ja auf jeden Fall nicht sehr logisch. Jetzt wird es natürlich gerade dunkel. Geh mal kurz pennen und dann zeige ich euch das Ganze mal, was hier jetzt so entstanden ist. Tatsächlich, zwischen dem letzten Clip, in dem ich geredet habe, und dem jetzigen Clip sind ungelogen 3 Monate vergangen. Also da ist einiges dazwischen gekommen im Real Life und ja, also das Haus ist jetzt nicht das Schönste. Das muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Es ist halt ein Starterhaus, es ist jetzt nichts Besonderes. Und dieses Klippenhaus, das ich meinte. Ich schau mal, ob ich das Bild finde, das ich als Referenz genommen habe. Und blende es auch ein, damit ihr ungefähr wisst, wofür ich gegangen bin und warum das jetzt so ein bisschen hoch geworden ist, obwohl wir den Space da oben gar nicht wirklich benutzen werden. Nichtsdestotrotz, das ist unser Starterhaus. Wir haben jetzt einen kleinen Spot hier und ich finde das alles richtig nice. Jetzt muss ich erstmal gucken, ich muss selber erstmal wieder alles entdecken, was hier so passiert ist, weil es ist auch für mich eine Weile her, also für euch natürlich nicht, für euch sind das jetzt ein paar Sekunden, aber für mich ist es eine Weile her. Ich weiß noch, ich wollte hier unten den Berg hier drin lassen, so, also dass es nicht so, so künstlich ist. Hier fehlen zum Beispiel noch ein paar Stones, sehe ich, aber ich wollte hier diesen natürlichen Look hier drin lassen. Hier ein paar Pfeiler für das Haus natürlich, dass das Ganze auch stabil ist. Hier unser kleines Bett. Wir haben 2 Balkone. Hier fehlt noch Holz. Das weiß ich auch noch. Türen fehlen auch noch überall. Genau, dann hier ist der erste Raum, den wir am Anfang gebaut haben. Hier links haben wir schon eine Enchanting Table. Und wir haben sogar schon Verzauberung. Und eine Diamond-Hose, immerhin. Ein Bücherregal. Aber das werden wir alles hinbekommen. Hier drüben hatte ich eine automatische Farm, die uns ein bisschen Leder gebracht hat. Ein bisschen schwarze Farbe ist ganz cool. Pufferfisch kann man, glaube ich, auch Farms bauen, aber ich denke, das ist alles ein bisschen zu umständlich, vor allem jetzt am Anfang. Was wir auf jeden Fall in dieser ersten Episode noch machen wollen, ist in den Nether zu gehen und zu schauen, wo wir da rauskommen. Ah ja, schaut es doch mal an. Wir haben hier auch gut ein paar Steine. Das ist richtig gut. Diamonds haben wir auch noch 10. Ja, genau. Also, Obsidian haben wir schon hier. Die habe ich offscreen noch gefarmt, als ich vor 3 Monaten noch gespielt habe und ein bisschen Vorbereitung gemacht habe für die Aufnahme. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch das Portal aufstellen und gucken, wo wir rauskommen. Und ich finde tatsächlich, weil der Raum auch so eine Zweiermitte hat, ist es eigentlich genau hier perfekt. So, also, zack, wir nehmen uns die 10 Obsidianblöcke. Wait a minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, gut, das nenne ich mal wieder mal perfekte Planung. Minecraft-Profi am Werk. Da muss ich wohl noch 2 Obsidian holen. Man sollte denken, man kennt das Spiel nach so vielen Jahren und macht trotzdem noch solche Fehler. Gut, bevor ich jetzt Obsidian schnell abbaue, wollte ich euch hier draußen nochmal zeigen, was wir so gemacht haben. Wir haben hier schon ein paar Carrots und so. Das ist sau wichtig. Das ist richtig, richtig wichtig und richtig vor allem. Wegen den Villagers. Und ich werde auch sehr stark davon ausgehen, dass wir nächste Folge schon Villagers von der Farm dort hinten auf dem anderen Berg hierher bringen in unser neues Zuhause oder von dort drüben, um Villagers zu vermehren und diese dann zu benutzen, um eine Villager Trading Hall zu bauen. Und die Trading Hall ist so extrem overpowered, die brauchen wir auf jeden Fall. Genau, also hier sind unsere kleinen, temporären Felder mit Weizen und Karotten. Und Kartoffeln und so weiter. Hier hinten habe ich, wie ihr seht, schon mal ein paar Copperblöcke einfach mal hingestellt, damit die schon oxidieren können, ja. Und hier haben wir eine kleine Schaffarm, die können wir natürlich vermehren.
Die Kühe können wir noch nicht vermehren, weil mir fehlt noch eine zweite Kuh. Also das ist gerade der aktuelle Stand der Dinge, so wie ich das wahrnehme. Wir haben auf gar keinen Fall irgendwelche Ressourcen für Schmelzen. Also Kohle ist das nächste, das ich auch farmen werden muss. Also ich gehe jetzt runter und schau mal, ob ich hier Obsidian finde. Ja, das ist jetzt etwas suboptimal, wenn man hier 3 Monate nicht mehr in dieser Map war. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, das hier ist gerade das erste Mal, dass ihr in dieser Folge, beziehungsweise in dieser ganzen Season, diese unglaublichen Höhlen seht. Haben wir hier. Oh, schaut's mal an! Wir haben's live on camera. Ja, das nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Ja, geil. Unsere erste Geode. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das heißt hier im Deutschen. Aber damit können wir mit den Amethysten können wir ein Fernglas bauen. Inwiefern ich Kupfer einsetzen werde, das muss ich nochmal eventuell zurücknehmen, weil ich glaube, ich habe gesagt am Anfang der Folge, dass ich auf jeden Fall Kupfer benutzen werde. Ich habe die letzten Tage bzw. Wochen auf einem Multiplayer-Server gespielt, da kann ich euch auch ein paar Aufnahmen machen, was ich da so gebaut habe und so. Da ist mir aufgefallen, dass Copper extrem, extrem umständlich ist, ja, zu oxidieren und dann zu benutzen, weil klar, man kann den Copper einfach smelten und dann so verbauen und der oxidiert dann von allein. Aber ich hätte das gerne so direkt, dass ich den Copper schon oxidier und dann erst verbau, wenn er in diesem blauen Ton ist. Nun gut, ich habe das Obsidian. Wir können jetzt einfach wieder nach oben und Richtung Hölle gehen, weil sonst dauert die Folge wirklich einfach nur viel zu lang. Wir sind wieder oben. Ich habe die 2 Obsidian. Zack, zack. Und wir machen das Ding an und da ist es schon. Richtig gut. Einfach Vollgas. Wir haben sogar 2 Nametags. Ah, genau, diese Sachen, die ihr seht, die habe ich gefunden bei diesem Spawner. Bei dem Mob-Spawner in den Kisten. Also, wir haben eine Diamond Horse Armor. Oh, shit, hallo. Der kommt gleich mal und besucht uns. Hallo, wir sind da. Und wir sind direkt in so einem. Oh, das gefällt mir gut. Oh, der Spawn ist eigentlich. Oh, das ist ganz schlecht. Oh, renn, renn, renn. Oh, Mama Mia. Okay. Also, wir werden auf jeden Fall ganz herzlich begrüßt. Von dem Nether werden wir ganz herzlich begrüßt hier. Das finde ich ja mal frech. So. Wir wollen uns einfach direkt umlegen. Aber der Spawn ist nicht schlecht. Wir sind hier recht gut geschützt. Ich habe kein Gold an. Das ist gefährlich tatsächlich. Ich wollte nur ein bisschen hier von dem Zeug hier mitnehmen. Vielleicht ein bisschen von dem. Und dann sind wir schon wieder weg. Bitte lasst mich einfach leben. Aber das ist gut. Also wir haben hier direkt den, wie heißt das Ding? Den Crimson Forest. Wir nennen den jetzt einfach mal den roten Wald. Und es gibt noch einen blauen Wald. Die sind echt nice. Der blaue Wald ist der beste für Netherite. Oder wie das heißt. Die schwarze Rüstung. Die nochmal besser ist als Diamond. Jetzt sieht das Ganze so ein bisschen aus, als ob der Nether sich so ein bisschen rausfrisst aus dem Portal. Auf jeden Fall, wir waren im Nether. Wir haben gesehen, dass wir direkt an dem roten Wald sind. Das finde ich geil. Denn ich werde wahrscheinlich in dieser Season mit dem Rot arbeiten. Ich würde sagen, wir stellen uns hier jetzt auf unseren unfertigen Balkon mit dem unfertigen Dach. Das ist aber kein Problem, denn wir sind angekommen am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch super gefallen. Wir haben unser ja, etwas lustig aussehendes Starterhaus gebaut. Wir haben hier nichtsdestotrotz viel Platz, würde ich sagen. Wir haben einen Verzauberungstisch, wir haben die Hölle erkundet. Naja, erkundet nicht wirklich, wir haben sie betreten, um zu sehen, wo wir rauskommen. Und wir haben oben schon die ersten Farmen fertig, damit wir anfangen können, direkt nächste Folge anfangen können mit den Villagern. Ich würde mich ganz herzlich bedanken dafür, dass ihr so aufmerksam zugeschaut habt. Ich hoffe, ich sehe euch wieder in der nächsten Folge. Ja, um auch meine Eltern, meine Verwandten, meine Vorgesetzten und den Vaterstaat davon zu überzeugen, dass das Ganze hier auch richtig ist und es sich lohnt, würde es mich freuen, wenn ihr abonniert. Und mit dem Abschluss bedanke ich mich ganz herzlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!